Alex, Chris und Peer waren für euch unterwegs auf dem neuen Sportplatz in der Talstraße. Um was es dabei geht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß und gute Unterhaltung dabei. Heute stellen wir euch eine neue schwule Location vor, und zwar den Sportplatz auf dem Kiez in der Talstraße gleich neben der Wunderbar. Es ist ein sehr eigenwilliges Konzept, denn die Location ist halb Bar und halb Cruising Area und Darkroom. Auf zwei Levels aufgebaut, bietet es im ersten Stock eine eher schummrig gemütliche Atmosphäre und unten wird es dann ganz dunkel. Du bist auch Gast bei der Eröffnung vom Sportplatz. Mit welchen Erwartungen kamst du hier? Na, ich wollte mir grundsätzlich mal anschauen, ob man hier auf dem Kiez noch eine zweite Location hat, wo man mal was trinken gehen kann. Weil es ist ja nur die Wunderbar, 136 Grad ist ja schon immer gleich ein Club, da kann man sich kaum unterhalten. Und ich finde es ganz nett, und wenn man natürlich unten noch die Gelegenheit hat, ein bisschen was zu unternehmen, dann ist das ja auch nochmal witzig. Also, die Location unten ist sehr gut, das auf jeden Fall. Also es ist sehr gut gemacht mit der Sauna, mit der Stillgelegt, mit der Dusche. Roland, Geschäftsführer von Hamburg Pride, hat sich heute Abend auch für den Sportplatz entschieden. Warum? Warum? Weil es sehr schön ist, dass wir hier eine neue Location haben mit einer Bar, mit Cruising Area, die wir hier auf dem Kiez so eigentlich nicht haben. Bisher gab es nur Porno-Kinos, und hier kann man wunderbar zusammenkommen, man kann zusammen ein Glas trinken und man kann trotzdem auch nochmal Sex haben hinterher, und das finde ich eine ganz schöne Mischung. Oder vorher? Theoretisch auch vorher. Also ich war früher immer in Berlin und irgendwann habe ich ja da halt die Jungs in den ganzen Clubs und so irgendwie in Sportklamotten rumlaufen sehen. Und ich konnte mir halt irgendwie nie vorstellen, dass das mal Mode sein kann. Und dann ist das auch irgendwann nach Hamburg geschwappt. Ich fand es total geil. Und da dachte ich, da muss man doch eigentlich so eine Bar eröffnen, damit die Jungs ein Zuhause haben. Wer steckt hinter dem Konzept des Sportplatzes? Also erstmal steckt hinter dem Konzept des Sportplatzes die Lust am Sport und auch an dem Fetisch. Mein Eindruck ist, dass es immer mehr Leute gibt, die Sneaker tragen, die Sportsgear tragen, die Tanktops tragen. Ich habe es auf dem CSD gesehen, und das ist meines Erachtens das Allerwichtigste. Und ich bin extrem stolz, dass hier Alex, der bei uns eine wunderbare Ausbildung gemacht hat und wirklich alles zeigen konnten, wie sowas geht, so einen Bar, so einen Laden zu führen, dass er das jetzt hier umsetzt. Da bin ich, also ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass unser Küken Alex das jetzt hier auf die Beine gestellt hat. Und wenn man sich hier umschaut, er hatte 4 Wochen Zeit. Ich bin ziemlich beeindruckt, so Tür an Tür so wunderbar, so einen geilen Laden auf die Beine zu stellen. Das hast du alles richtig gemacht bisher. Hier unten gibt es ganz viele Räume und Gänge, und ich habe gerade das Slingzimmer gefunden. Also im Moment ist es Entspannung pur. Und natürlich gibt es hier auch die ganz bekannten Glory Holes, sozusagen für den anonymen Kontakt zwischendurch. Ein neuer Laden hat heute Eröffnung in der Talstraße. Wir wollten natürlich wissen, was die Konkurrenz davon hält, und haben bei der Mystery Hole um ein Interview gebeten, leider aber noch keine Antwort bekommen. Tja, vielleicht fürchten sie die Konkurrenz, oder vielleicht gibt es zukünftig sogar eine Zusammenarbeit mit dem Sportplatz. Wir werden es erleben. Also es geht ja bei sowas nicht um Konkurrenz, es geht darum, dass die Talstraße und St. Pauli das schwule Nachtleben beherbergen. Eigentlich traditionell schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, und das sieht man seit Jahr und Tag mit der Wunderbar, die ich ja mache, und mit dem 136 Grad, das ist nichts, was sich gegenseitig was wegnimmt, sondern was sich gegenseitig befruchtet. Und mein Credo ist eigentlich, wenn die Talstraße jetzt 8 schwule Läden hätte, würden alle 8 noch besser laufen. Also da kann sich keiner darüber beklagen, dass wir jetzt schwule Gäste in die Straße bringen. Ich glaube, da ist keiner neidisch auf den anderen, sondern jeder freut sich, wenn einer eine gute Idee hat, dann wird das einfach nur das andere befruchten. Der Eröffnungsabend des Sportplatzes war ein voller Erfolg gewesen. Der Laden ist immer noch brechend voll. Es ist ein ambitioniertes Konzept, das heute gestartet wurde, und ich hoffe, es setzt sich durch. Für jeden, der mal neugierig ist, vorbeizuschauen, der Laden hat täglich ab 20 Uhr offen und freut sich auf Gäste.